Willkommen zu Armored Warfare. Dieses Spiel ist am 8. Oktober diesen Jahres als Open Beta gestartet. Wie man jetzt auch schön sehen kann, es erinnert an World of Tanks, nur mit moderneren Panzern. Und macht im Prinzip in der Zeitlinie da weiter, wo World of Tanks und War Thunder aufhören. Dann erkläre ich erstmal ein bisschen was um das Spiel und zum Ende werde ich dann auch was In-Game-mäßiges mit ein bisschen Action zeigen. Wenn man mit dem Spiel anfängt, hat man diese zwei Panzer, den M113 und den PT76. Wie man sieht, die anderen Panzer habe ich schon freigeschalten. Was kann man denn hier Schönes sehen? Haben wir einmal diesen Schraubenschlüssel. Da kann man eine Wartung, also so eine Übersicht sehen, was an dem Panzer, also einem T-54, recht gut ist. Dann, was die Reparatur maximal kostet, welche Munition ich dabei habe und was eine komplette Nachfüllung kostet. Das Ersatzteil habe ich in dem Fall keine dabei und was die auch kosten sein würden. Nachrüstungsslots gibt es auch. Dann geht es erstmal weiter. Hier, der Kommandant hat diese drei Perks freigeschalten, die habe ich selber ausgesucht so. Mit jedem Level Up kann man eine Perkstufe freischalten. Dasselbe ist für die Besatzung. Dann gibt es verschiedene Munitionsarten. Und halt auch verbesserte Versionen und so weiter. Hier kann man Nachrüstungen sehen. Es gibt verschiedene Nachrüstungen. Es gibt Panzerungsnachrüstungen. Wenn man hier sieht, die verschiedene Boni bringen. Und auch Feuerkraft Boni, die eben auch ganz verschiedene Boni bringen. Beweglichkeit dasselbe und Technologie auch. Und dann hat eben die Ersatzteile, wie man es kennt, Reparaturset und so weiter. Gibt es auch die Ersatzteile, das bedeutet, die Reparaturgeschwindigkeit ist um 10% erhöht und so weiter. Das ist dann eben die Garage, so wie sie sieht. Ein schönes Panzerchen. Dann gibt es die Upgrades, so wie aus World of Tanks. Also man kann hier verschiedenste Sachen upgraden und so weiter. Dann gibt es die zwei netten Händler, wo man sich verschiedene Panzer kaufen kann. Die Wölfinnen haben eben hier deutsche Panzer, amerikanische. So im Angebot auch ein paar italienische, französische. Die anderen bieten mehr so die russischen, chinesischen Panzer an. Die PvP und PvE-Schlacht. Dann das tolle Anzeigesymbol. Dann gibt es auch noch die schöne Basis, wo man dann verschiedene Sachen sehen kann, wie zum Beispiel Reparaturkosten, Verminderung, Besatzungs-EP-Verdienst verbessern und so weiter. Diese Materialien, das Rohmaterial, bekommt man einmal pro Tag 100 dieser Rohstoffe für den Bau. Das Dossier ist im Prinzip eine statistische Übersicht über einen. Und das Bataillon ist im Prinzip clanmäßig, um Clans zu erstellen oder beizutreten. Eben, wir haben ja verschiedene Panzer. Zum Beispiel der T-62 ist jetzt hier mit der verbesserten Rohrschutzhülle ausgerüstet. Mal gucken. Ne, verkaufen wir diese nicht. Es gibt dann experimentelle Treibladung, um mehr Schaden anzurichten. Bisher ist die Rohrschutzhülle irgendwie das Beste. So in meinen Augen. Ja, dann zeige ich mal was im PvP. Ich darf mal kurz warten. Ist halt noch nicht so gut und groß besucht wie World of Tanks. Weil ich das Gefühl habe, dass das Matchmaking etwas fairer designt ist als in World of Tanks. Aber das wird sich wohl erst mit ein paar Patches und einiger Spielzeit wirklich zeigen, ob das auch so ist. Dann haben wir wieder mal einen tollen Ladebildschirm. Sehen,
Ja, ein Tier-4-Panzer ist dabei im gegnerischen Team. Ja. So, jetzt haben wir hier den schönen Panzer in der Außenansicht. Die Innenansicht kann ich leider erst wechseln. Ja. Wenn es losgeht, kann raus und auch reinzoomen. Mit Steuerung kann man die Maus übrigens hier so frei haben. Diese Balken, die aussehen wie so Trennbalken, das sind HP-Anzeige. Das grüne hier oben ist meine HP. Das ist auch die HP in Zahl. Dann hier meine Crewmitglieder. Die Module. Das da unten ist meine Tarnfaktoranzeige. Das hier ist meine aktuelle Geschwindigkeit und das sind die verschiedenen Fahrstufen. Dieses Weiße hier scheint, entweder ist es, ob man geschützt ist oder von der Seite nicht sichtbar ist. Aber das kann man bestimmt nachlesen. Gehen wir mal ins Spiel über. Rechts natürlich die Minikarte. Die verfügt sich natürlich zu Türmen. So, unten sieht es die Kommandofertigkeit Rottentaktik. Die bringt eine gewisse Boni, wenn ich in einer Gruppe fahre. Es gehen etwas herunter. Ich hoffe, es wird im Video nicht allzu sehr ruckeln. Das Spiel sieht durchaus sehr schön aus. Ich finde, also es hat was. Die CryEngine 3 ist es jetzt. Ja, es hat was. Ich wurde ja spät getroffen. Ah, der Panzer ist halt nicht sonderlich tarnbar, sagen wir es mal so. Schuss ab. Der Treffer. Das hat den Ladeschützen erwischt. Der fährt erstmal weg. Das war eine Kette und der Treffer. Der Herr versucht zu pushen. Kriegt erstmal wieder richtig eine verpasst. Gucken wir mal, wir haben unsere Kollegen noch welche, die hinter denen stehen. Gar nichts gebracht. Ist durch seinen Aufbau zu stark für uns.
gebracht, der ging leider daneben. Der ist leider daneben geflogen. Jetzt könnte man dem Herrn zuschauen und den anderen, wie wir hier verlieren. Kleiner Jagdpanzer, kann man sagen. Ein Panzerjäger, der fährt auch etwas komisch. Eben, die Panzer sind recht schnell. Leicht, sehr leicht gepanzert und haben relativ gute Kanonen dabei. Leichtpanzer, der hat nur HE-Munition dabei, aber dafür halt sehr schnell unterwegs. Und sie haben ihn erledigt. Haben wir wohl doch noch gewonnen. Dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.